Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Es ist Freitag, es ist 16 Uhr, bedeutet es ist Ju-Tag und wir schauen zusammen das neue Video von Ju an, Freunde. Da freue ich mich hier irgendwie immer sehr drauf, weil zusammen gucken macht irgendwie mehr Spaß. Deswegen schauen wir uns heute das neue Hey Ju mit euch zusammen an. Ich bin gespannt, weil er schon etwas länger kein Hey Ju mehr gemacht hat und irgendwie Hey Ju ist eines meiner Lieblingsformate bei auf seinem Kanal. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, Freunde. Ganz kurz zum Anfang, auf Twitter ist gerade der Tweet rausgekommen, in dem ihr kommentieren müsst, was ihr euch am Sonntag wünscht. Bedeutet, ihr geht jetzt alle auf Twitter und schreibt da einfach irgendein Video drunter, was ich mir am Sonntag anschauen soll und das, was am meisten vorgeschlagen wird oder das, was die meisten Likes auf den Vorschlag bekommen hat. Das wird es Sonntag um 12 Uhr hier geben, also könnt ihr mitentscheiden. Und ich würde sagen, der Vote bleibt noch offen bis Sonntag um 10 Uhr, also habt noch mehr als genug Zeit, euch ein paar Sachen vorzuschlagen. Ihr könnt gerne auch mehrere Sachen vorschlagen, kein Problem. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt in das neue Video von Ju rein, Freunde. Ich bin echt gespannt. Das Video heißt, merkt euch diese Karte, Hey Ju. Und es geht ziemlich lang, 11 Minuten, Freunde. Wir haben 11 Minuten vor uns und ich freue mich einfach drauf auf eine gute Unterhaltung von Ju. Und falls ihr neu seid, gerne abonnieren, denn wie ihr schon mitbekommen habt, jeden Tag um 12 kommt ein neues Video und euch entgeht sehr viel. Let's go, Freunde. Hey, seid ihr ready für dieses Legendäre? Hey, Ju. Dann schaltet jetzt ein. Ich bin sehr ready. Wieso so lange kein Hey Ju mehr kam, wollt ihr wissen? Ein Hey Ju lebt ja von seinen zusammenhängenden und tiefgründigen, aber auch genialen Ideen. Und davon gibt es viele, viele Ideen. Hier drin zum Beispiel. Echt? Oh shit, Alter. So wie diese hier. Reingeguckt. Oh Mann, ich hab echt reingeguckt. Okay, das war ein ziemlich schneller Anfang, Freunde. Wir müssen alle kurz runterkommen, eine Pause genießen und alle mal dem Video von Ju und meinem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann geht's weiter. Aber manchmal habe ich so vieles gleichzeitig im Kopf wie Termine, Bam School, Events, Battleflips, dass man sich mit den Videos nicht immer übertreffen kann. Was bist du denn? Ich bin eine Idee. Und die Beere? Ich wurde damals gemobbt, weil alle dachten, dass ich keine gute Idee bin. Aber irgendwann entwickle auch ich mich zu einer großartigen Idee. Okay. An welche Idee bist du? Aber Leute, heute wird es krass. Ich wäre dafür gewesen. Okay, let's go, Freunde. Die Svenja fragt, hey Ju, wie bist du drauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Ich habe diese Frage eigentlich schon unglaublich oft beantwortet, deswegen ich kann euch aber mal erzählen, wie es nicht war. Ich habe mich über den Boden gewälzt, die Wand angezogen und anschließend an einer Olive gerochen. Wurde deswegen dann krank und lag 3 Tage im Bett, bis der Arzt kam und meinte, hello. Ich filmte das und stellte es ins Internet und sogar Künstler wie Adele meinte, I like what you did there. Und brachte anschließend einen Hit-Ausnahme. Oh Mann. Okay, Freunde. Mein Gehirn ist jetzt schon wieder kaputt, Alter. Ich hab vorhin das Video auf Boolean Jam gesehen, einfach diese 2 Sekunden, wo Marius Hello gesungen hat und ich dachte mir, was zur Hölle ist hier los? Aber es war gut eingebaut. Und jetzt eine vollendete Blume. Wenn ich weiß, was gemeint ist, es handelt sich um diese Szene hier. Das sieht aus wie eine kleine Blume. Die Rede. John, wenn du dieses Video hier siehst, du bist komisch. Ich rufe ihn mal an und frage, ob er eine vollendete Blume ist. Oh, ist John als Blume da draußen? Bitte. John? Ich bin zu einer vollendeten Blume geworden. Ich bin so glücklich wie nie zuvor. Oh. Mit der seltenen Glücksessenz, die aus dem Speichel John Blume entnommen wurde, kreierten die besten Duftdesigner ein Deodorant, welches einzigartig ist. John, the new fragrance. Die Lily Bam fragt dich, wie kommst du mit der Bam School voran? Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, diese Wand wird hier noch durchgeschlagen, damit wir halt einen direkten Durchgang haben. Und jetzt, Leute, ist es soweit. Oh, echt? Das hat er gefilmt? Oh, wie cool, Alter. Ich liebe es, wenn Wände durchgeschlagen werden. Ich weiß nicht warum. Alter, krass. Alter, ich würde auch gerne mal so eine Wand durchschlagen. Einfach so. Surprise, Motherfucker. Bezüglich der Bam-School, wir geben jetzt momentan noch herbe Gas, weil wir wollen natürlich auch die Deadline einhalten. Anfang Juni soll es dann losgehen, Leute. Ihr habt gesehen, es sind noch sehr viele leere Räume, aber ey, wir geben Gas. Ich kann es gerade nicht so gut nach außen zeigen, aber ich bin so aufgeregt, Leute. Das wird auf jeden Fall. Sehr. Der liebe Greggity Greg sagt, mach mal Memes nach. Und dann wieder dieser Smiley. Es ist fast schon ein eigenes Video. Oh, das ist schwer nachzumachen. Oh, es war gut. Okay, das war es nicht ganz. Den Blick kann ich gut. Oh, man kennt die Freunde. Aliens. Das legendäre Bild von Jero, Alter. Ich hasse mein Leben. Okay, bei der See, was, wie heißt das eigentlich? Seemobs? Bei diesem Seegeschöpf muss ich mich gar nicht verstellen, Freunde. Ich bin einfach so, dann habe ich das schon nachgemacht. Sad life. Nackensperre gleich. Not bad.
Alter, manche sind echt gut. Manche sind echt gut. Aber jetzt kann ich meine Fresse als Antwort unter Tweets von anderen Leuten schreiben. My son, that is a genius. Juice Munger fragt, Hashtag Hey Ju, was passiert, wenn Vince und Kai das Hund einen Song zusammen machen? Da die beiden zusammen... Oh nein, nichts Gutes. Topf und Decke, wie nichts Wasch Gutes. Und Becken, wie Bibi und Bilou. Kann das nur gut werden. Oh. Am Ende kommt ein Hit raus, ich sag's euch. Am Ende kommt ein Hit raus. Bist du ready? Das war gut. Das war gut. Dieses Ding ist einfach laut und... Der Arme. Lutz sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, das hat blaue Haare. What? Oh Leute, Rezo ist echt dabei. Das war ein bisschen unerwartet. Ey Leute, lasst ein Like da. Eileen Kürbis, Elite-Bam fragt mich, Hashtag Hey Ju, was macht dich zurzeit am glücklichsten? Was mich definitiv am glücklichsten machen würde, ist, wenn UpRed seinen Baba-Wagen wiederfinden würde. Mit der seltenen Glücksessenz, die aus dem Ohrenschweiß des gutherzigen Julians entnommen wurde, kreierten Duftdesigner ein Deodorant. Die guten Duftdesigner, man kennt sie. Jasmin fragt, kannst du wieder versuchen, süß in die Kamera zu gucken und dich nicht bewegen, damit wir ein Screen machen können? Nee, ich habe einen besseren Kandidaten dafür. Guck mal süß in die Kamera. Lass mich runter, ich hab Höhenangst. Komm, hab dich nicht so... Oh Mann, ich finde den echt ein bisschen süß, Mann. Endlich meine finale Form. Ach shit, ich habe immer noch Höhenangst. Hol mich runter. Ah. Jan mit J fragt, wie viele Gürkchen passen eigentlich in Vincent Lees Mund? Boah, keine Ahnung. 12. Wenn ich Vincent zu überredet habe, das zu machen. 12. Ich sag 12. 12, Freunde, ich sag 12. 3. 4. Okay, 12 ist ein bisschen viel vielleicht. Einer geht noch. Okay, 12 ist ein bisschen viel vielleicht. Boah. Fünf. Oh, oh Gott, okay, das war das Ekelste, was ich je gesehen habe. Lea Bam fragt, wann kommt das neue Merch raus? Wir arbeiten noch dran. Auf jeden Fall bedeutet dieses Zeichen hier Mong. Es kommt aus dem Chinesischen und bedeutet Traum. Vielleicht wissen es ja manche, aber aufgrund meines Dads habe ich immer so eine Verbundenheit zu Planeten, Sternen und Galaxien gehabt. Deswegen wird das Ganze hier ein bisschen so Galaxy-mäßig aufgebaut. Für viel Bam fragt, Hashtag Hey Ju, wo ist Boolean hin? Macht der Urlaub? Leute, diese ganze Julian-Boolean-Persönlichkeitsgeschichte, das war ein Hin und Her und es war einfach... anstrengend. Deswegen gibt's jetzt wieder nur mich. Und mich, Boolean. Hallo. Ja, Leute, auf Boolean sind wir wieder aktiv. Da werden wir euch wie gewohnt mitnehmen, wie jetzt zum Beispiel zum Kids Choice Award, wo wir, by the way, dank euch gewonnen haben. Dankeschön dafür und danke für alles. Nein. Oh nein. Oh nein. Okay, es reicht, Schnauze. Ich hab's Ohrwurm jetzt wieder für 10 Jahre, Oma. Du musst eine Woche lang jeden Tag ein Glas Oliven essen. Wie drückst du dich davor? Oliven, also ich bleib ganz gechillt, Leute, aber... Oliven, ach Freunde, erinnert euch daran. Ich zieh einfach ein Jetpack an und flieg einfach davon. Tschüss. Alter, die besten Effekte der Welt. Partybär fragt, Hashtag Hey Ju, hast du heute schon den Revi gegessen? Schon wieder, stand der Revi stinkt drin. Revi stinkt, Revi stinkt, Revi stinkt, Freunde. Es ist einfach die Wahrheit, es ist die Wahrheit. Partybell fragt, Hashtag Hey Ju, hast du heute schon den Revi gedisst? Revi ja, hat er. Not so cool, weil Musikerpseudonym von ihm ist not so cool. Er nennt sich jetzt gerade so. Ach, das war ein schlechter Witz. Also, Revi kann ich nur sagen. Revi. Trilex fragt, was sehr interessant ist. Wie findest du den YouTube-Algorithmus und die Entscheidung von YouTube, dass nur die aktiven Leute etwas in ihrer Abo-Box sehen? Finde ich auch schade. Weil viele von euch werden diese Videos hier einfach nicht mehr angezeigt in der Abo-Box, weil YouTube jetzt ähnlich wie Facebook und Instagram ein Filtersystem hat. Leider verpassen viele von euch Zuschauern auch diese wöchentlichen Videos hier. Manche fragen uns, hey, wieso kommt jetzt auch kein Video, obwohl wir eigentlich für jeden Freitag mindestens ein Video kreieren. Deswegen, Leute, es gibt nur eins, was wir jetzt alle machen können. Neben dem Abo-Button ist nochmal eine Glocke, da könnt ihr nochmal draufklicken und da könnt ihr auf alle klicken und nicht auf gelegentlich, sonst seht ihr halt nur die Hälfte. Macht das auf jeden Fall, Freunde. Also bei Julian hauptsächlich. Bei mir könnt ihr es auch machen, aber bei Julian ist es halt echt wichtig irgendwie. Nice. Kritiva fragt, Hashtag Hey Ju, du verbirgst doch etwas. Ich wusste nicht, dass es euch schon aufgefallen ist. Wir waren eigentlich dabei, einen fetten Fortnite-Kino-Trailer zu drehen, aber diese Idee wurde dann mittendrin verworfen, so wie ich dich gerade geworfen habe, du kleine Idee. Aber wir können euch zeigen, was wir gedreht haben und ja, spulen wir einfach mal 20 Jahre zurück. Wo? Hä, davon habe ich, hab ich gar nichts mitbekommen, krass. Noch mein Vater? Warte, was? Davon habe ich echt nichts mitbekommen, krass. Oh, der kleine Julian, ich mag ihn gerne. Oh, lol, das sah nice aus. Alter, das sieht echt nice aus.
keinen Fall im Kino. Oh Mann, ich hätte das gerne gesehen. Mal, dass wir einfach große Projekte, Ideen mittendrin einfach verwerfen, weil sie dann zu aufwendig sind, zu teuer sind, zu lange dauern. Aber das sind Dinge, die ihr natürlich auch meistens gar nicht mitbekommt. Aber Leute, das gehört krass. Auch dazu. Hätte ich gerne gesehen, sag ich. Die Bischof fragt, Hashtag Hey Joe, ist es nicht langsam Zeit für eine Freundin? Oh Mann, der arme John. Was ist mit dir passiert? Irgendeine komische Fee mit einem Sack voll Zähne ist auf mich getreten. Wie kann ich dir helfen? Erinnere dich an die Karte im Thumbnail. Die Karte? Die Karte auf dem Thumbnail? Ach, oh nein, Freunde. Auf die Symbole. Das Thumbnail, die drei Symbole, wofür könnten sie stehen? War das nicht die Herz 3? Das Thumbnail, drei ja. Herzen. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang des Videos. Ich erinnere mich, da war doch was. Stopp, Replay. I like what? Stopp, näher dran, Replay. I like. Wir haben's. Zurück zum Thumbnail. Wir haben den ersten Like. Weiter geht's zu Rezo. Hey Leute, lasst einen Like. Stopp, wir wechseln die Perspektive. Oh, ja. Lol. Was sagt Rezo nochmal? Replay. Hey Leute, lasst einen Like da. Stopp, zurück zum Thumbnail. Wir haben den zweiten Like. Da war doch noch irgendetwas mit Vince. Wie geil war das denn gemacht, Alter? Nee, hier ist nix. Oder warte mal, was passierte währenddessen hinter der Cam? Marius. Oder warte mal, weiter links. Zoom ran. Das Huhn. Das war doch. Geil, das gemacht. Zoom raus. Noch weiter. Aha, die Untertitel. Macht ihr links. Übersetze die Subtitles ins Englische. Wir haben den dritten Like. Zurück zum Thumbnail. Ich hab's. Was ist gerade passiert, Alter? Danke, Julian, dass du dich um meinen Garten kümmerst. Er ist ein wichtiger Teil von mir. Was bist du? Ich bin dein Haus. Du, BTL. Du bist das Haus, von dem der Zeichner gesprochen hat. Ich dachte, das Haus hätte es dir gesagt. Ich habe so viele Fragen. Woher kommt die Null und warum habe ich zwei verschiedene Socken an? Und warum kann ich mit allen möglichen Gegenständen reden? Das was ist Einzige, hier los, Alter? Was du zu diesem Zeitpunkt wissen musst, ist, ein Sturm zieht auf. Aber der Sturm immer ist noch? Doch schon vorbei. Das war nur ein Sandsturm. Nur ein Sandsturm? Sei achtsam, Julian, und bewahre die Hinweise, die schon erzählt wurden und die sich in den folgenden Monden noch ergeben werden. Ich verstehe das nicht. Was meinst du? Alle Boten müssen sich versammeln, denn der Mond schaut nicht mehr lange nur zu. Alle Boten? Freunde, was passiert hier? Ich glaube, der Weltuntergang ist nah. Was passiert, Freunde? Irgendwas... Oh, oh, war's das schon? Die Sonne scheint und... Ach, Mann. Wasser gebrochen. Kann mich jemand gießen, bitte? Oh, das ist cool gemacht, Mann. Kann mich jemand gießen? Ah, oh. Da kommt ja jemand. Hey, kannst du mich gießen? Oh ja, danke. Oh, was? Hey? Wetten, das war Vince, Freunde. Wetten, das war Vince. 100% war das Vince. Freunde, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Es ist ein sehr, sehr langes Video schon geworden. Ich habe versucht, nicht so oft zu pausieren, weil sich viele Leute darüber aufregen. Und ja, ich fand das Video auf jeden Fall sehr schön irgendwie. Besonders der heftige Boom-Moment, als ich gesehen habe, was es mit dieser Karte eigentlich auf sich hat. Krass, Alter. Und dass ich mich noch daran erinnert habe vom Thumbnail, Freunde. Das war auch noch nicht selbstverständlich. Krass, ich fand das Hey Joe immer echt schön irgendwie, oder mal wieder echt schön, weil da, keine Ahnung, da steckt Joe irgendwie am meisten kreative Arbeit mit rein und freut mich einfach, wenn er da Spaß hat. Ich glaube, da hat er auch am meisten Spaß dran wirklich, weil man sieht irgendwie an den Ideen und den Sachen, die er damit einbaut, dass ihm das Projekt irgendwie mit am meisten am Herzen liegt und dass er da irgendwie wirklich immer Bock drauf hat. Und es waren wieder echt krank geile Ideen dabei. Wir haben den Knetmenschen kennengelernt, Freunde, den Knethaufen. Wir haben die Blume von John kennengelernt und wir haben das Haus besser kennengelernt, Freunde. Und ein Sturm zieht immer noch auf. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, war nur ein Sandsturm. Ich hoffe, das Universum wird noch weitergehen, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und, na, wer weiß, Freunde. Wer weiß, was da noch alles passieren wird. Ich hoffe immer noch auf ein Video mit Ju und Energy zusammen. Irgendwann ist es vielleicht soweit. Und ich weiß nicht, mir hat das Video echt gut gefallen. Und, ja. Am heftigsten, was ich noch erwähnen wollte, ganz kurz, Freunde, fand ich fast schon, wie sie dann rückgespult haben und dann diese Kameraeinstellungen gewechselt haben. Und dann raus aus dem Video rausgezoomt haben, wie auch immer, mit was für einer kranken Technologie das funktioniert, Freunde. Ich möchte damit auch gar nicht anfangen, ja. Am Ende jetzt kommen wir natürlich noch zum Zuschauer des Tages, Freunde. Denn wie immer habt ihr die Möglichkeit, Hashtag Shoutout in den Kommentaren zu schreiben und etwas Glück wird dir im nächsten Video erwähnt. So wie heute XCOMOPVP. Wenn du auch im nächsten Video erwähnt werden willst, musst du einfach nur irgendwas schreiben und danach Hashtag Shoutout. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch um 18 Uhr. Ansonsten morgen um 12 Uhr. Denkt dran, auf Twitter abzustimmen auf das Video, was am Sonntag kommen soll. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch noch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Genießt die Zeit und ciao. Oh, Freunde, das Outro hat mal wieder nicht funktioniert. Wir sehen uns. Tschüss.